Die Schwenninger Wild Wings und der ERC Ingolstadt beschließen den Penny DL Spieltag Nummer 18. Vor 3035 Zuschauern gewinnt der ERC mit 2:4. Neben mir hier vorne haben die beiden Cheftrainer Platz genommen. Zu meiner Rechten für den ERC Ingolstadt Doc Shedden, zu meiner Linken Wild Wings Head Coach Niklas Sundblatt. Und wie immer gebührt das erste Statement dem Coach der Gäste. Mr. Shedden, your statement please. Yeah, obviously it's a big road win for us. Like the Wings, it hasn't been going our way as much as we'd like to. We feel we've been playing great hockey, but we've been on the results, haven't been there. Thought we played a perfect game. We got a real good start, getting up 2-0, scoring a couple goals on Erickson, which is huge. Then we took the first penalty of the game and gave the momentum back. And when they scored that first goal, the last 7-8 minutes of the first period, they played very well. A 2-2 game, and I thought we play a strong second period, and Simpson comes up with a big play that sneaks in on Erickson. He probably liked to have that one back, but it was a big goal. And then the third period, I thought we went out and played really well, got a big power play goal to get that 2-goal lead. So, Kevin Reich come up with some big saves, which you need as a team, good goaltending to come up big for you. So it was really good to see Kevin do that. And guys like Bodie and Wagner and Marshall and those guys played huge minutes and played a great game. Thanks. Dankeschön. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Ja, er hat ein gutes Auswärtsspiel seiner Mannschaft gesehen. Zuletzt haben sie nicht die Resultate eingefahren, die sie einfahren wollten. Heute hatten sie aber einen Start nach Maß, haben schnell das 2:0 gemacht, konnten gegen einen starken Töter gleich zweimal verwandeln. Und dann kamen aber die Wild Wings zurück, haben ein gutes Ende erstes Drittel gespielt. Dann hat er seine Mannschaft ja im zweiten Drittel wieder gut gesehen, haben dann im Powerplay das Tor gemacht und haben dann im letzten Drittel eben das wichtige 4:2 geschossen und am Ende halt sein Torwart auch dazu beigetragen, dass sie die 3 Punkte heute mitnehmen können. Niklas, dein Fazit bitte. Ja, Stimme ist ein bisschen schlecht. Guten Abend zusammen und Glückwunsch Dogge in Ingolstadt zum Sieg heute Abend. Erste 5 Minuten, muss ich sagen, war unsere schlechte die Saison bis jetzt. Und wir liegen verdient 2-0 hintern. Wir waren einfach überhaupt nicht schlittschuhlaufen. Und dann kriegen wir eine Überzahl und wir schießen ein Tor. Und wir kriegen ein bisschen Momentum zurück in das Spiel. Pfaffengut schießt ein schönes Unterzahltor da für uns und machen 2-2. Und dann finde ich, wir spielen ziemlich gut. Und wir hatten ein paar gute Chancen mit Möschel da und können kreieren 3-2. Leider kriegen wir das nicht. Und das zweite Drittel ist ziemlich ausgeglichen, finde ich. Wir hatten ein paar Chancen und die hat auch ein paar gute Chancen. Und die kriegt die wichtige 3-2-Tor. Und die können auf die Führung spielen. Da letzte Drittel, wir versuchen Druck machen. Wir kriegen fast keine richtige gute Torschancen, finde ich, letzte Drittel. Und die kriegen 4-2. Wir nehmen ein paar Strafen da und die kriegen 4-2. Und dann wird es schwer für uns. Überzahl, wir nehmen die Torhüter raus und probieren alles, was es möglich ist. Letzte paar Minuten, 1-2 gute Chancen, aber 2 Tore zu wenig, einfach zu gewinnen das Spiel, ist nicht gut genug, finde ich. Also wir müssen mehr Tore machen, einfach so eine Mannschaft schlagen, ohne schlechter über Ingolstadt, der hat gut gekämpft und sehr gut gespielt heute, aber von unserer Seite sind wir nicht zufrieden, weißt du, wir können besser und muss einfach finden Wege zu mehr Tore machen. Danke. Danke, Niklas. Gibt es Fragen? Jawohl, Ines Morat von der Eishockey News. Sunny, du wirktest im zweiten Drittel vor allem etwas sauer. Was war da so der Grund dafür? Ja, ich war sauer nach den ersten 10 Minuten, das würde ich sagen auch. Da war Grund, weil ich 2-0 hinten, da finde ich, war nicht gut genug. Und ein paar Mal, ich habe hohe Erwartungen bei der Mannschaft. Weißt du, wir liegen, wo wir liegen in der Tabelle, aber ich sehe jeden Tag in Training eine hohe Erwartungen. Und ich finde, teilweise haben wir nicht gut genug spielen, so das Spiel gewinnen. Und teilweise hatten wir das. So wahrscheinlich ist es schwer zu sagen, genau der richtige Moment, weil es nicht war glücklich. Vielleicht war da ein falscher Pass oder was, es war enttäuscht mit. Warum hat man es nicht geschafft, nach dem 2-2, wo die Mannschaft ja wieder zurück war, das Momentum auf seine Seite zu holen? Kein Tore, das ist das Problem. Da, weißt du, wenn Möschel ich glaube, ein anderes Spiel hat eine riesen Torschance. Kriegen wir 3-2, dann können wir auf die Führung spielen. Und Ingolstadt muss mehr drücken und vielleicht öffnen die sie an und wir können Konter gehen. Jetzt muss wieder andere Wege. Wir müssen
viel Druck auf einmal, wir kriegen keine richtigen Torschancen. So die Antwort der Frage ist, weißt du, das ist ein paar Mal, ist einfach, wenn wir ein Tor kriegen in der richtigen Momentum und Situation, dann können wir mehr auf eine Führung spielen und dann würde es helfen in die Situation. Eine Frage hätte ich noch. Gegen Straubing, gegen Berlin hat man gewonnen, gegen Bremerhaven einen Punkt geholt. War das ein Strohfeuer? Das ist ein Strohfeuer. Strohfeuer, ein kurzer Zwischensprint sozusagen. Nein. Ich finde es nicht. Weißt du, wie wir klettern. Also, der Punkt ist, wir brauchen fast jeden, wenn wir nicht im Moment, wo die Scheibe richtig springt, da brauchen wir ein perfektes Spiel. Also zum Beispiel in Berlin und Straubing haben wir eigentlich ein perfektes Spiel gemacht. Heute Abend haben wir das nicht. Weißt du, erste 5 Minuten ist kein perfektes Spiel. Und wo wir sind in der Tabelle, können wir dann nicht leisten, dann so einen Start nehmen. Wir kriegen zurück 2-2, aber dann nehmen wir ein paar Strafen so viel und dann verloren wir das Spiel. Weißt du, wir müssen 100%iges Spiel machen jetzt, wo wir sind. Und heute war kein 100%iges Spiel. Keine weiteren. Doch, Herr Kech, Stefan Kech von der Neckarquelle. Es gibt zwar immer wieder, aber wie erklärt man sich als Trainer so eine Anfangsphase, die ja doch, ja, unglücklich verlief. Man ist in der Kabine drin, man macht sich heiß, man hat 7 Punkte geholt und dann sind die ersten Minuten gehen ja praktisch vorbei, ohne dass man sieht, dass sich die Mannschaft wehrt, fast schon. Ja, ich sehe das auch. Ey. Und ich bin auch, muss das Spiel analysieren und sehe, warum das passiert. Wenn ich schaue zurück, finde, es war eine sehr gute Trainingswoche, war gut Vorbereitung. Ich finde, die Stimmung in der Kabine vom Spiel war, die Jungs waren heiß und bereit zu spielen. Und dann kommt die erste 5 Minuten, können wir fast nicht einen normalen Pass schlagen. Und dann, wenn das ist vorbei und nach die Timeout, wo sagt man, diese Powerbreak, dann komme ich zurück ins Spiel. Weißt du, das ist schon Erklärung, vielleicht, wenn nicht vor eine ganze Woche gespielt, aber wir wollen keine Ausrede nehmen. Das ist gleich für alles und ich werde das analysieren und hoffentlich passiert das nicht mehr. Dankeschön. Dann darf ich noch auf die nächsten beiden Spiele der Mannschaften hinweisen. Ingolstadt am Dienstag gegen Augsburg und die Wild Wings spielen in Köln. Vielen Dank an beide Cheftrainer. Pleasant journey home, Mr. Dredden. Danke dir, Niklas. Danke. Servus. Ciao, ciao.